Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Serie, kurz erklärt, könnte vielleicht heute ein bisschen länger werden, glaube ich. Es geht sich heute um den Abschäumer. Wofür ist er? Was macht er? Wie ist er aufgebaut? Und das, was sich sehr oft gewünscht wurde und nicht so wirklich erklärt wird im Netz, wie wird er eingestellt? Und was kommt im Endeffekt dann da hinten dabei rum? Das alles will ich jetzt hier in diesem Video mal so ein kleines bisschen aus meiner Erfahrung heraus an euch weitergeben. Also, auf geht's. Ja, Leute, sind wir mal direkt am Gerät und ich versuche euch das Ganze mal aus meiner Sicht heraus, aus meinen Erfahrungswerten heraus, hier ein kleines bisschen näher zu bringen. Grundsätzlich ist der Abschäumer für uns ja, ich sag mal, das Herzstück unserer Anlagen oder von vielen Anlagen. Es gibt ja auch Systeme, die ohne Abschäumer laufen. Davon habe ich übrigens keine Ahnung, von daher beschränke ich mich darauf, was der hier kann oder was generell unsere Abschäumer im Meerwasser machen sollen. Sie sind dafür da, um uns zu helfen, Eiweißverbindungen aus dem Wasser zu ziehen, die im Endeffekt, ja, ich sage mal, in der gesamten Nitrifikationskette etc. pp. Zu Schadstoffen bzw. zu schwer abbaubaren Stoffen führen können. Der Abschäumer ist im Endeffekt dafür da, um diese Stoffe im Vorfeld, also die Vorstufen dieser Stoffe aus dem Wasser herauszuziehen und somit dann das Entstehen von, ich sage jetzt mal, zu hohen Nitratwerten oder zu hohen Phosphatwerten, wobei das beides einhergeht, das eine geht nicht mit dem anderen, weil diese grundlegenden Eiweißstoffe bzw. die grundlegenden Stoffe, die da rausgezogen werden, mehr oder weniger zusammenhängen. Haben wir von dem einen nichts drin, kann von dem anderen nichts rausgezogen werden. Das ist schon mal eine grundlegende Sache. Also sprich, wir können in einem Becken, wo kein Phosphat drin ist, nicht Nitrat bzw. Stickstoff rausziehen. Das hängt zusammen. Ja, wie funktioniert denn das Ganze? Ist eigentlich eine ganz einfache und simple Sache. Unterscheiden wir erstmal nach den verschiedenen Merkmalen, die diese Abschäumer im Prinzip haben. Es gibt motorgetriebene Abschäumer, so wie dieser hier, der Aquabicove Internal 200, die ihren Motor innen verbaut haben. Und es gibt motorabgeschriebene, angetriebene Abschäumer, wie zum Beispiel ein Royal Exclusive oder eine Aquamedic Ocean Queen, die ihre Motoren extern verbaut haben, also außen angesetzt, um dann das Innenvolumen zu vergrößern. Es kommt immer darauf an, was brauche ich, wie viel Platz habe ich, kann ich mir dementsprechend solche Geräte mit extern verbauten Motoren reinsetzen oder muss ich tatsächlich, wenn ich nicht so viel Platz habe, einen Abschäumer wählen, der mit einem innen verbauten Motor verbaut ist. Ja, innen verbauter Motor verbaut ist. Ja, ist klar. Okay. Dann gibt es allerdings auch noch Abschäumer, die mit Lindenholzausströmern betrieben werden, also sprich mit feinen Holzausströmern, also ein Naturprodukt. Und die werden halt mit einer Luftpumpe betrieben über diesen Lindenholzausströmer. Die bringen dann auch diese entsprechenden feinen Luftbläschen in den Abschäumer rein, den wir brauchen, um das Material rauszuziehen. So, warum brauchen wir Luft? Aus dem ganz einfachen Grund, diese Luftbläschen, diese ganz feinen Luftbläschen, die hier in diesem Kontaktrohr, das ist übrigens die zweite Gruppe, die wir dann haben, das Kontaktrohr, wo die Luft sich mit dem Wasser vermischt, dort haben wir den Bereich, da haftet sich dann die Biomasse, in Anführungszeichen, an diese Luftbläschen an. Das funktioniert aber nur, wenn die Luftbläschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein bisschen statisch aufgeladen sind oder eine Aufladung vorweisen. So, je nach Abschäumer ist das mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Aber Fakt ist, der Abschäumer ist so aufgebaut, dass diese Bläschen halt aufgeladen sind, statisch aufgeladen. Und durch diese Aufladung werden die entsprechenden Eiweißstoffe an den Luftbläschen gebunden. So, und das weiter geht dann
zum oberen Rohr, zum Steigrohr hier hoch. Und oben im Steigrohr verbindet sich das Ganze dann zu großen Blasen. Das sehen wir dann nachher mal, blende ich dann auch mal mit ein. Und diese großen Blasen werden dann durch ihren eigenen Luftdruck weiter nach oben getragen. Und in diesem Vorgang wird dann ja im Prinzip der Dreck mit herausgetragen. Also sprich, an diesen Luftblasen haftet dieser Dreck oder ist da drin insgesamt in dieser Gesamtmasse mit gebunden und wird dann nach oben über das entsprechende Steigrohr hinaus, wie ihr hier seht, nach oben gedrückt und dann oben dran vorbei in den eigentlichen Schaumtopf. Das ist erstmal das Grundprinzip. So, was haben wir dabei zu beachten? Grundsätzlich haben wir dabei zu beachten, dass der Abschäumer atmen kann. Atmen heißt im Endeffekt, er muss eine saubere Luftverbindung haben. Also sprich, der Ansaugschlauch hier zum Beispiel zum Schalldämpfer hin, der muss groß genug sein, damit auch die entsprechende Luftmenge, die der Abschäumer saugen kann, da durchkommt. Das ist der erste Punkt. Dann muss ich dafür sorgen, dass auch genug Luft angesaugt werden kann. Wenn ich jetzt eine Art Vorfilter, einen zum Beispiel Atemkalk oder ähnliches davor habe, dann geht der Atemkalk im Umkehrschluss erstmal hin und zieht mir natürlich CO2 aus diesem Luftgemisch heraus, um anschließend den pH-Wert ein bisschen zu senken. Kommen wir gleich zu. Hat aber auch den Nachteil, es ist ein erhöhter Luftwiderstand, der da entsteht. Dieser erhöhte Luftwiderstand sorgt dafür, dass wir natürlich weniger Luft, dass der Abschäumer weniger Luft ziehen kann und somit ist auch die Abschäumerleistung in sowas in der Hinsicht reduziert. Da muss man dann zum Beispiel darauf achten, dass man vielleicht einen Abschäumer hat, den man regeln kann. Also sprich, motorgetriebene Abschäumer mit 220 Volt Pumpen, die nicht regelbar sind, da merkt man relativ zügig, dass wenn man, ich sage jetzt mal, Atemkalk oder ähnliches davor hängt, dass die Leistung so ein kleines bisschen zurückgeht. Und das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen, weil wir wollen ja im Prinzip Leistung haben. Und da ist dann jetzt wieder, ich sage mal, so ein Abschäumer mit einer regelbaren Pumpe, wie zum Beispiel jetzt hier der Aquabi oder die ganzen großen Geräte lassen sich alle in der Regel regulieren. Und wie das genau geht, da kommen wir jetzt gleich zu. Grundsätzlich ist es in der Regel so, dass die geregelten Abschäumermotoren überdimensioniert sind. Hier die UP5000, die ich hier in dem Aquabi-Abschäumer drin habe, läuft momentan auf einer Leistung von knapp 80%. Lass mal eben gucken. Nee, es sind 70%. Das heißt, da habe ich den optimalen Wassereintrag, den optimalen Lufteintrag über die Pumpe, um da dementsprechend mitarbeiten zu können. Jetzt ist es so, dass wir hier bei den regelbaren Pumpen nicht immer direkt auf Volllast laufen lassen können oder sollten. Die Leute, die einen Royal Exklusiv zum Beispiel haben, die wissen das. Also Volllast ist bei dem eigentlich fast gar nicht möglich, weil es ist einfach zu viel. Und das ist auch eigentlich Sinn und Zweck der Sache. Die Pumpen sollen Reserve haben, damit wir gegebenenfalls, wenn irgendwas sein sollte, natürlich noch ein bisschen mehr Leistung geben können. In der Regel ist es so, dass sie ungefähr so auf 2/3 der Motorleistung eingestellt sind. Also wie gesagt, bei mir sind es 75%, auf die Pumpe hier läuft. Und Ähnliches habe ich bei dem Aquamedic rausgefunden und auch gehört von anderen. Also sprich hier von dem Sven zum Beispiel, der auch natürlich Royal Exklusiv Abschäumer hat. Der hat auch gesagt, also Volllast kann man bei den Dingern eigentlich fast gar nicht fahren. Wie gesagt, hat auch Sinn und Zweck der Sache, dass wenn ich tatsächlich mit Atemkalk oder ähnlichem arbeiten will oder muss, dann Leistungsreserven brauche, zum Beispiel. Gut, was müssen wir als nächstes beachten? Natürlich die Einsatzbereitschaft dieses Abschäumers müssen wir regelmäßig überprüfen. Viele sagen, ich stelle den rein und lasse den laufen und und irgendwann ist dann mal ein Nadelrad, wo wir dann gleich mal zu kommen, so dermaßen verdreckt, dass er natürlich nicht mehr die Leistung bringen kann. Also selbst hochpreisige Abschäumer sind nicht dazu geeignet, dauerhaft durchzulaufen, ohne mal eine Wartung zu bekommen. So im Abstand von 1, 2, 3 Monaten, sage ich mal.
man sollte grundsätzlich schauen, wie sehen meine Nährstoffe aus, wie sieht das Absorbat aus. Und wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel mein Absorbat hier anschaue, dann seht ihr, es ist relativ hell. Es ist relativ, ich sage jetzt zu so einer Konsistenz grundsätzlich immer, das ist so wie Eistee. Hat den Hintergrund, da ich im Moment versuche, natürlich ein paar Nährstoffe bei mir aus dem Becken herauszuziehen. Dafür muss ich den Abschäumer nasser einstellen. Zu den Einstellungen, wie ich was mache und was ich damit erreiche, kommen wir gleich zu. Was es noch an den Abschäumern gibt zum Thema Luftzufuhr, ist zum Beispiel so wie hier, wenn ihr jetzt hier unten mal schaut, da habe ich noch einen zusätzlichen Anschluss, der dafür da ist, um Ozon anzuschließen. Nicht alle Abschäumer sind Ozon geeignet. Da muss man dann dementsprechend drauf schauen, was der Hersteller sagt oder vorgibt. So nach dem Motto, explizit freigegeben für Ozonnutzung. Und es ist grundsätzlich die Frage, wie es zugeführt wird. Wenn ich jetzt in diesen Schlauch hier, oder an diesen Schlauch hier ein Ozongerät anschließen würde, dann würde meine Leistung auch wieder enorm reduziert, also sprich die Luftleistung enorm reduziert werden. Es ist sinnvoll, so wie hier, einen zweiten Anschluss zu haben. Viele Hersteller bieten sowas an. Also ich weiß es von Royal Exklusiv, ich weiß es von Aquabee, da kann man sich diese Düse zum Beispiel nachbestellen. Und ja, bei allen anderen würde ich dazu raten, entweder selber da was dran zu basteln, tatsächlich. Weil wie gesagt, weniger Luft bedeutet schlechteres Abschaum- oder Abschäumerergebnis. Und von daher ist das Ganze in den entsprechenden Kreislauf, also sprich in die normale Ansaugung reinzubringen, meines Erachtens nicht so das Optimale. Man kann natürlich mit einer Luftpumpe arbeiten. Das ist dann aber, ja, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt mit Ozon arbeitet und man stellt den Abschäumer ab, hat aber das Ozon noch an, alles nicht so ganz optimal. Also ich finde die Variante so hier, dass er sich das Ozon selbstständig zieht und dann hingeht, wenn ich den Abschäumer abschalte, dass dann das Ozon auch gleichzeitig mit ausgeht, also sprich, dass es an einer Steckdose hängt, ist definitiv wichtig, weil ansonsten wird ja immer weiter Ozon produziert und ihr wisst alle, kann ich euch auch nochmal kurz einblenden, das entsprechende kurz erklärt dazu gibt es auch zum Thema Ozon. Es ist ein Giftgas, womit wir hier arbeiten. Ob ihr Ozon einsetzt oder nicht, das bleibt euch überlassen. Ich mache es hier tatsächlich für die Klarheit des Wassers noch zusätzlich als Unterstützung, neben der Aktivkohle, die ich einsetze. Aber wie gesagt, es bleibt jedem selber überlassen. Und grundsätzlich, ja, wie man es einstellt, seht ihr in dem entsprechenden kurz erklärt. Kommen wir jetzt dazu, wie der Abschäumer im Prinzip zu funktionieren hat. Also grundsätzlich ist darauf zu achten, dass natürlich hier unten die Venturi-Düse frei von Fremdkörpern ist. Also sprich die Ansaugdüse. Hier diese Düse, die ist dafür da, dass das Luft- und Wassergemisch angesaugt wird und somit dann dementsprechend vermengt wird. Beziehungsweise, nee, erstmal nur angesaugt. An der Venturi-Düse wird erstmal Luft und Wasser nur angesaugt. Im weiteren Verlauf, weiter hinten im Motor, habt ihr dann dementsprechend das Nadelrad oder bei Aquamedic das Powerwheel etc. pp. Jeder Hersteller hat da sein eigenes Ding, wo er mitarbeitet. Und das ist im Endeffekt dann dafür da, um diese Luft, die angesaugt wird, ganz klein zu zerschlagen. Und bei diesem Zerschlagen der Luft werden dann die Bläschen dementsprechend dann aufgeladen. Diese Aufladung oder diese aufgeladenen Bläschen werden dann in das Reaktionsrohr, also sprich der Teil von hier unten, wo es zusammenkommt, bis ungefähr hier oben, das ist das Reaktionsrohr, da reingebracht und sollen dann langsam aber sicher aufsteigen. In diesem Reaktionsrohr verbindet sich dann der Sauerstoff bzw. die Luftbläschen mit den entsprechenden Eiweißmolekülen oder entsprechenden Molekülen, mit denen sie sich verbinden sollen und tragen den ganzen Schmutz dann weiter nach hier oben. So, und anschließend, wie eben schon gesagt, wird das Ganze dann hier oben rausgedrückt, wenn sich dann ein entsprechender Schaum gebildet hat, der dann nach oben gedrückt wird und dann anschließend in diesen Topf hineingebracht. Das ist das. So, jetzt sehen wir aber allerdings jetzt gerade hier nicht so, wie es aussehen soll. Und ich würde mal sagen, ich mache das Ding, also sprich den Abschäumer mal hier in diesem Bereich, gehe ich mal reinigen, damit wir im Endeffekt sehen können, was tatsächlich passiert. Bis gleich.